Hallo zur Review des zweiten Messetags, des Messedienstags von der Hannover Messe. Die Stimmung auf der Messe ist einigermaßen gut. Was die Besucher angeht, habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen weniger. Allerdings habe ich einige Aussteller gefragt, die gesagt haben, die Qualität der Kontakte sei sehr gut und sie hätten sogar mehr Kontakte als im Vorjahr gehabt. Also, was die Messe bringt, wird sich am Schluss erst zeigen. Was gab es heute an technischen Neuheiten? Heute war vieles im Zeichen der Robotik. ABB hat heute in der Früh in der Pressekonferenz den YuMi vorgestellt, einen Zweiarmroboter, der kollaborationsfähig ist, der mit den Menschen zusammenarbeiten kann und sehr leicht zu bedienen ist. Ein sehr spannendes Konzept. In die gleiche Richtung ist KUKA gegangen mit dem LBR IVA, auch ein Leichtbauroboter. Dort wurde auch sehr viel gezeigt, wie er sich vernetzen kann über die Cloud und ähnliche Geschichten. Auch das ein ganz spannendes Konzept. Ja, und im Prinzip geht dieses Ding hier in die gleiche Richtung. Das ist der Roboter von Fanuc. Im Prinzip steht in diesem Fanuc-Roboter ein ganz normaler gelber Fanuc-Roboter drinnen. Und das Grüne zeigt bloß, dass der jetzt safe gemacht ist für den Umgang mit dem Menschen. Spannendes Konzept. Man sieht ja auch die Aufzeichnungen der Kollegin, die auf der Pressekonferenz war. Da werden wir einiges zu berichten haben. Ansonsten geht es weiter mit der Robotik. Beispielsweise hat Schunk zusammen mit Fraunhofer den Care-Robot vorgestellt. Das ist keine Care-Maschine, sondern eben der Care-Robot, der also auch im Bereich der Service-Robotik tätig ist. Ein selbstfahrendes Gerät, auch mit zwei Armen, auch ein hochspannendes Konzept. Tja, wenn es mit der Service-Robotik nicht klappt, wurde auch bei Fraunhofer vorgestellt, ganz spannend, ein Werkzeugwagen, der Industrie 4.0 tauglich ist, der dem Wartungstechniker also sagt, wo er hin soll, ihm gleich das passende Werkzeug bereitlegt und am Ende auch sagt, welche Teile wurden entnommen, um die wieder nachfüllen zu können. Interessant. So, noch ein bisschen im Bereich Technik ist Wittenstein. Wittenstein, die Gewinner des Hermes Awards, haben auch heute nochmal speziell auf ihr Galaxiesystem hingewiesen, auf ein Antriebssystem mit Hohlwelle, in dem die Zähne nicht mehr feste Zahnradzähne sind, sondern lose Zähne. Wie haben sie das so schön genannt? Die logarithmische Spirale des Universums wurde dort eingebaut. Andere sagen, es wäre so ein bisschen ein bionischer Ansatz. Auf jeden Fall auch hochinteressant. Zu guter Letzt, ganz klassische Technik, wir haben ja auch die MDA, die Hydraulik ist interessant und dort hat die Firma Hähnchen Hydraulik einen Hydraulikzylinder vorgestellt, der mit sehr viel glasfaserverstärktem Kunststoff oder mit Kohlenstoff sogar, also Kohlefaser ausgestattet ist. Der ist viel, viel leichter, 16 Kilo anstatt von 50 Kilogramm bei gleicher Belastung. Das ist für die Hydraulik mal eine echte Innovation. Das war's für heute. Wir schauen uns weiter für Sie auf der Messe um. Also bleiben Sie dran, an der gleichen Stelle morgen wieder die nächsten News vom dritten Messetag.